Alles klar, Klassik. Das Update mit Dorothea Gregor und Axel Brüggemann. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alles klar Klassik, dem Podcast des Lismon-Centers. Ist es gar nicht mehr, der Lismon-Stiftung. Und ich freue mich, dass Doro da ist. Und da danke ich ganz besonders der Lufthansa, die streikt, weil eigentlich hättest du, Doro, schon in der Luft sein sollen, ins schöne Venezia, oder? Ja, genau. Noch nicht ganz. Du bist gegrounded. Ich bin total down to earth. Heute? Ja. Nein, noch nicht ganz. Ich wäre morgen früh in der Luft gewesen oder beziehungsweise, naja, jetzt müssen wir es wieder verraten. Es ist gar kein Live-Podcast. Wir nehmen ja vorher auf. Ja. Es ist Donnerstagabend. Es ist Donnerstagabend. 19:19 Uhr, ich wäre Freitag früh geflogen. Jetzt fliege ich Freitagnachmittag. Ja. Allerdings nicht mit der Lufthansa. Das ist okay. Also, es geht. Das ist ja easy cheesy. Also, ich hoffe. Ansonsten bin ich Freitagabend wieder zu Hause und rufe dich an. Hallo, ja, Axel. Schön. Ja, hol mich ab. Ja. Dann fliege ich zu dir. Du hast das erzählt, was war das Schöne? Das hast du erzählt, dass beim letzten Streik der Bahn oder bei irgendeinem Streik der Bahn Sixt geworben hat mit... Mit HDGDL-GDL. Ja, HDGDL-GDL, das finde ich, das ist ein großartiger Slogan. Also den könnten wir in diesen Tagen wahrscheinlich auch wieder gebrauchen. Auf jeden Fall. Ja, müssen wir das jetzt für unsere, haben wir jüngere ZuhörerInnen, müssen wir erklären, was HDGDL heißt? Nein, LOL müsstest du vielleicht übersetzen. Aber LOL müsste man inzwischen vielleicht schon übersetzen, aber HDGDL, HDL. Ja, also wer es nicht weiß, also, schreibt Axel. Ja, ich habe euch auch ganz doll lieb, auf jeden Fall. Genau. Und die Züge sind gefahren diese Woche. Wir haben uns leibhaftig getroffen, Montag und Dienstag. Und ich bin, das ist echt ganz cool, in 5 Stunden komplett ohne Probleme von Wien nach Augsburg und von Augsburg wieder nach Wien zurückgefahren, weil wir dort den nächsten Podcast geplant haben. Ja, nicht nur geplant, wir haben den auch, oder du hast den auch produziert dort. Ja. Und aufgenommen. Und wir sind uns sozusagen eigentlich entgegengefahren. Ich bin vom Norden nach Augsburg gefahren, auch in, ein bisschen mehr als 5 Stunden. Auch mit dem Zug, aber mit einem durchgängigen Zug und dann natürlich auch wieder zurück. Und dann haben wir uns wie so... Ja, wie soll ich das sagen? Einfach wie so 2 Sternschnuppen sind wir uns dann begegnet in Augsburg. Ja. Und schön war's. Schön war's. Wie man Und das, was das mit dem nächsten Podcast zu tun hat, ich glaube, da muss ich ganz kurz, ohne zu viel zu verraten, aber Augsburg, wisst ihr eh aus unserem Podcast, ist so das Pionierhaus für digitale Theaterexperimente, kann man sagen. Die haben sogar eine eigene Digitalsparte, also gleichberechtigt zu Oper, Schauspiel und Ballett. Und da habt ihr gemeinsam mit der Lismon-Stiftung und dem Theater die Zukunft der Oper vermessen, kann man vielleicht sagen. Und den Rest hört ihr dann nächste Woche im Themenpodcast, würde ich sagen, oder? Kann man so sagen. Ist noch ein bisschen mysteriös, aber soll ja spannend bleiben. Ich würde vielleicht eine kleine Einschränkung geben. Es ist nicht unbedingt die Zukunft oder die Zukunft der Oper, sondern eine Zukunft der Oper. Absolutely. Ja. Ich sag nur die Arie der Adele als Little Rabbit mit dem Eiffelturm in Paris. Ja, und vor allem jetzt haben wir neugierig. Doch gelacht. Ja, genau. Und wir haben doch gelacht, weil die Dame, die von technischer Seite das betreut hat, immer von Adele geredet hat, ne? Ja, genau. Der Song von Adele, hat sie immer gesagt. Und meint die Arie von Adele. Das ist sehr schön. Ja, das ist, wenn Oper auf, oder Operette Popkultur. In diesem Fall, auf Popkultur und Zukunftsvisionen trifft, dann ist das halt der Song von Adele. Ja. Sehr gut, genau. Doro, was hast du auf der Liste? Ich habe einiges, dann aber fang doch mal an. Mit deinen Themen an. Dann, nö, echt, guck mal. Ich hatte gesagt, dass du jetzt mal mit den Themen anfängst. Ich glaube, die letzten Male hatte ich angefangen. Ich habe ja noch sozusagen den Hangover von letzten, nicht letzter Woche, sondern von letzten Mal zum Thema Gen Z. Da würde ich mich gerne noch mit unterhalten. Ja, genau. Das ist eher so ein bisschen allgemeineres gut, Gesprächsthema. Aber fangen wir mit den harten Fakten an. Ja, mit den harten Fakten. Die Ausschreibung für die Intendanz der Salzburger Festspiele ist abgeschlossen. Also, wenn ihr vorgehabt habt, euch als Intendantin, Intendant in Salzburg zu bewerben ab 2026,
It's Too Late Now. Es wurde gesagt, dass es nur, und das finde ich eine merkwürdige Summe, nur 8 Bewerberinnen oder Bewerber gab, also man kann das so genau sagen, 7 Bewerber und eine Bewerberin, davon 3 aus Österreich. Und man weiß nicht, ob der amtierende Intendant, ob Markus Hinterhäuser, sich erneut beworben hat oder nicht. Das lässt darauf deuten, dass man sich auch politisch noch nicht ganz klar darüber ist, ob man ihm verlängern will oder ihm nicht verlängern will. Ja, und das ist die Situation. Also es geistern hier in Österreich verschiedene Namen durch die Presse. Dominik Meyer wird da genannt, der jetzige Intendant der Mailänder Scala, der ja wahrscheinlich gehen muss aufgrund der rechtspopulistischen Regierung in Italien. Dort duldet man ja keine Ausländer mehr als in führenden Kulturpositionen. Barry Kosky, der Name wird oft genannt, soll sich beworben haben. Das kann ich nicht so richtig glauben. Dann Matthias Schulz, der Intendant momentan noch der Staatsoper in Berlin wird genannt, der dann aber nach Zürich geht und dann so schnell wieder weg von Zürich nach Salzburg, auch schwierig. Serge Dornis Name wird genannt, Intendant momentan an der Münchner Staatsoper. Und aus Österreich, ja, da fallen die Namen Bachler, der momentan die Osterfestspiele leitet, vielleicht gleich nochmal ein eigenes Thema, und Elisabeth Sobotka, die jetzt an die Staatsoper nach Berlin geht. Wäre auch komisch, wenn sie da nach 2 Jahren dann wieder aufhören würde. Also es ist viel Gemunkel, viel Kaffeesatzleserei. Sicher ist, wer es auch immer wird, muss ab 2026 einen gigantischen, mehrere hundert Millionen Euro teuren Umbau in Salzburg betreuen. Das heißt, Felsenreitschule und werden geschlossen werden. Das heißt, die erste Saison eines neuen Intendanten, einer neuen Intendantin wäre tatsächlich auch gleich eine Herausforderung. Oder es wäre eben der krönende Umbauabschluss für Markus Hinterhäuser. Die Hearings sollen jetzt noch im März stattfinden und ein Ergebnis soll dann im April verkündet werden. Ja, das ist sehr spannend. Die Situation at Salzburg Festival neutral zusammengefasst. Schöner Überblick. Aber weißt du, was ich mich gerade frage? Bewirbt man sich da echt? Schickt man da so ein PDF hin? Oder ja, das ist eigentlich ziemlich geil. Ja, also das ist wirklich, weil manchmal kriegt man ja so Winke von Leuten, die da vielleicht sich auch beworben haben oder so. Vielleicht rufen die auch tatsächlich mal an oder so. Mhm. Und sollte es so sein, dass da welche angerufen haben, ist das immer so, dass alle, die angerufen haben, sagen, sie wurden gebeten, sich zu bewerben. Also das ist schon eine merkwürdige Geschichte, so ein Auswahlverfahren. Es ist jetzt gerade besetzt worden, habe ich gesehen, Ludwigs Burg, das Festival, ne, ist neu besetzt worden und da gab es, glaube ich, 30 oder sowas Bewerberinnen und Bewerber und in Salzburg jetzt nur 8. Vielleicht liegt es wirklich daran, dass man denkt, ey, wenn Markus Hinterhäuser das jetzt so lange gemacht hat und da keiner so eine ernsthafte Diskussion über eine Neubesetzung macht, vielleicht wird das halt nochmal für 3 Jahre, ist auch das Gerücht, ne, er wird doch mal für 3 Jahre verlängert, dann ist er 70, dann hat er den Umbau fertig, dann ist sozusagen das ganze Schlüssel fertig, an den nächsten zu übergeben. Dann ist auch der Landeshauptmann, also der, wie nennt man das, Ministerpräsident von Salzburg sozusagen fertig und könnte dann Festspielpräsident werden. Also das wäre sozusagen ein normaler Bruch 2029, könnte sein. Aber tatsächlich, du fragst dich, bewirbt man sich da? Ich glaube, man kann sich tatsächlich bewerben, aber dann sind die Chancen wahrscheinlich relativ gering, weil sowas in der Regel wird man tatsächlich wohl gebeten, sich zu bewerben. Also ich weiß es aus anderen Zusammenhängen mit Findungskommissionen und mit Findungsverfahren und so weiter, dass da schon Unternehmen, also Headhunting-Agenturen dazwischen geschaltet sind, die dann tatsächlich auch Leute ansprechen und die dann eine Bewerbung schicken müssen. So, oder die auch Unterlagen schicken müssen. Also so gesehen glaube ich schon, dass es stimmt, wenn dir das jemand sagt. Also ich denke, ja, natürlich. Das glaube ich auch. Nein, klar, das glaube ich auch. Ja. Aber das zeigt ja, das ist ja interessant. Also erstens, wer fragt dann da? Ne? Also da kann ja schlecht der Landeshauptmann anrufen und sagen, hey, Herr Meier, können Sie sich da mal bewerben, weil wir wollen Sie haben oder so. Ja, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Mhm. Aber der lässt dann jemanden anrufen und durchscheinen. Und das ist deshalb, finde ich, ganz interessant. Also auf jeden Fall scheint es so zu sein,
dass man auf jeden Fall zur Zeit der Bewerbungsfristen noch nicht einig war, wie es weitergehen soll. Und ich weiß das, also ich glaube, das ist auch ein offenes, kein Meinst kein, du, dass, das eben nicht, dass man da sich nicht einig ist? Ich, ist das ja ein transparentes oder ist das ja ein öffentliches, eine Ausschreibung? Naja, dass man es jetzt noch nicht ist, ne? Also ja, es ist, aber das also, ist doch normal. Ja, aber hätte man sich jetzt geeinigt, dass Markus Hinterhäuser, und das ist ja, wenn der Amtsinhaber weitermacht, dann macht man ja kein großes Bohai draus, dann schreibt man aus und dann sozusagen weiß man auch, dass er sich beworben hat und dann kriegt das in der Regel auch. Ja? Aber Axel, eine Frage interessiert mich. Mich und alle anderen, ich bin mir sicher, ganz viele unserer HörerInnen. Hast du dich beworben? Ich habe mich noch nie für sowas beworben. Ich mich Wurdest du gebeten, dich zu bewerben? Nein, ich wurde mehrfach gebeten, mich nicht zu bewerben wahrscheinlich. Ja, okay. Bei allen Führungspositionen der Klassik werde ich dauernd gebeten, mich bitte nicht zu bewerben. Ja, ich richte schon genügend Schaden an. Genau, bitte nicht. Ausladung Herr zur Bewerbung. Es ist schon wieder eine Stelle frei, aber bitte bewerben. Bitte nicht. Ja. Jetzt sag mal, wenn du gebeten würdest, den Job zu machen. Irgendjemand würde dich anrufen und sagen, Herr Brüggemann, bitte machen Sie es. Wir glauben, es gibt keinen besseren als Sie. Würdest du es machen? Ja oder nein? Nein. Okay. Also Salzburger Festspiele vor allen Dingen nicht. Also okay, wenn mich jemand fragen würde, inszenier mal eine Oper, würde ich nachdenken. Das würde ich aber auch nicht an der Staatsoper in Berlin machen, sondern das würde ich dann irgendwo vielleicht in einer kleineren Provinz machen oder sowas. Da hätte ich mal Bock zu, da muss ich ganz ehrlich sagen. Aber so einen großen Laden zu leiten, da bin ich ja gar nicht für qualifiziert. Also das glaube ich. Was ist denn das für ein konservativer Ansatz? Bin ich nicht qualifiziert? Ich bin halt der Klugscheißer, ja. Ich glaube, also ich, wo ich zu Lust hätte, ist, oder das mache ich ja hin und wieder auch, Leute zu beraten und zu brainstormen, in welche Richtung das geht und so. Da hätte ich Lust zu. Und da würde mir für die Salzburger Festspiele auch sehr viel einfallen, weil das ist vielleicht auch das Thema, worüber wir sprechen, ganz kurz noch. Ich finde schon, also Markus Hinterhäuser hat das ja wirklich mit einer großen Werf angefangen und man hat ja auch wirklich Sympathien mit ihm, also ich auch gehabt. Ich finde, das ist dann in den letzten 6 Jahren doch relativ redundant geworden und absehbar, was da so passiert. Auch jetzt im Sommer ist jetzt nicht so, wo ich sagen würde, wow, das fängt halt mit Wiederaufnahmen an. Boah, die Inszenierung, sehr viele, es inszenieren sichtbar sehr viele alte Männer. Und viele Leute sagen mir, sie gehen inzwischen nach Aix-en-Provence, weil da ist sozusagen der Spaß. Übrigens ganz interessant, auch ganz viele Nachwuchssängerinnen und Sänger, die ich unter anderem auch bei euch kennengelernt habe, sagen, Opernstudio Aix-en-Provence ist halt total richtig geil. Ja? Also die orientieren sich da so ein bisschen hin. Und da finde ich, wäre ein großer Nachholbedarf der Salzburger Festspiele, sich auch wieder, also nicht so als dieses behäbige, die Leute kommen ja, Selbstverständnis, die Leute kommen ja sowieso zu uns, weil Salzburg ist auch so schön und dann fahren sie an Fuschelsee und gucken irgendeine Oper an, welche ist eigentlich egal, sondern ich glaube, man muss tatsächlich heute wieder um Publikum kämpfen, man muss so eine Nachhaltigkeit schaffen, man muss junge Menschen da wieder hinkriegen, die auch sozusagen so neue Brain und neue Erzählungen reinbringen, also das, da hätte ich schon Bock, da mitzubasteln an so einem Konzept für so Festspiele. Aber das Ganze dann wirklich auf dem Niveau zu leiten, das braucht, glaube ich, echt einen Haudegen oder eine Haudegenin. Ja. Mhm. Ja. Aber ich glaube, es fallen vielen Leuten viele Dinge ein, die man dazu machen könnte. Aber es ist so, wenn man mich fragen würde, würdest du jetzt Trainer von SV Werder Bremen werden? Das würdest du machen. Würde ich, glaube ich, auch nicht machen. Obwohl mir da auch viele Dinge einfallen würden. Ja, aber da wärst du doch genauso wenig qualifiziert. Ja, da wäre ich noch weniger qualifiziert. Naja, gut, okay. War ja nur mal so ein Gedankenspiel. Okay. So viel zu Salzburg. Mhm. Und wenn wir in Salzburg sind, lass uns das noch eben abhaken. Hast du das Programm der Salzburger Osterfestspiele 2025 gesehen von Herrn Bachler? Also bevor die Berliner Philharmoniker dann zurückkehren nach Salzburg aus Baden-Baden. Mhm. Das finde ich schon ein bisschen strange, weil es kommen 3 oder 4 unterschiedliche Orchester mit 3 oder 4 unterschiedlichen Dirigenten. Und das Highlight ist eine Aufführung von Kovanchina mit dem finnischen Radiosymphonieorchester oder sowas unter Esa-Pekka Salonen. Das ist das Highlight. Dann kommt das Mahler Chamber Orchestra mit irgendwas. Also dafür, dass dieses Festival sich zu, ich glaube, 90% oder sowas selbst finanzieren muss, sagen wir erstmal, ist ganz schön mutig. Ja?
Ganz schön mutig. Achso, das kommt aus Mozarteum-Orchester, kommt auch noch. Wo ich mich gefragt habe, naja, vielleicht hätte das Radiosinfonieorchester des ORF auch noch Zeit oder sowas, das Bruckner-Orchester oder sowas. Also es ist ganz ein stranges Programm. Ne? Aber du fährst ja diesen Sommer, diese Ostern hin. Ich fahre nach Baden-Baden, da freue ich mich auch schon auf unseren Podcast, wenn du mir von La Gioconda aus Salzburg mit Anna Netrebko und Jonas Kaufmann und wer dirigiert? Papano. Wir berichten Covent uns. Garden Papano. Genau, da berichtest du dann und guckst dir das an und ich schaue mir die Stölzl und Philipp Krenn Elektra mit Petrenko in Baden-Baden an. Und dann können wir uns mal austauschen. Ich glaube, du hast... Würde ich jetzt auch ganz gerne, wenn ich das höre. Ah, Elektra mit Petrenko, come on, das ist schon echt geil. Also ich kann, das ist so eine, das gibt's das. Gibt's aber konzertant ist das mal, oder so halbszenisch? Oder nein, das ist Philipp Stölzl und Philipp Krenn machen zusammen diese Inszenierung. Also der echt? Philipp Stölzl, der in Bregenz diese großen Dinger da macht und Philipp Krenn hier, der Wiener Regisseur, die beiden machen das als Regie-Team. Mhm. Also, und das muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt immer wieder doch noch diese Abende, wo man denkt, oh, es ist so geil, ich darf da hinfahren, ich freue mich jetzt schon, habe ein Hotel gebucht und das ist so eine Elektra von Petrenko, das ist so, das, und vor allen Dingen, das haut dir einfach anderthalb Stunden ohne Pause in die Fresse und dann gehst du dann raus, also das freue ich mich jetzt schon drauf, also so richtig einmal durchgeprügelt zu werden mit Musik, das finde ich total schön. mal gucken, von wem ich so durchgeprügelt werde dann immer, aber naja, ich hoffe von Du hast es schön, ich glaube, du hast den Opernabend, wo man danach auch wirklich noch Champagner trinken kann. Naja, also, guck mal, das ist auch, da haben wir doch wieder die Rollen klar verteilt. Oder vielleicht schon vorher eine Flasche, das hilft euch auch vielleicht. Ja, vielleicht, ich werde es mir noch überlegen, wie es am besten ist, ja. So, jetzt bist du dran. Ich bin dran mit einem Thema, was nicht ganz neu ist, aber wir noch gar nicht richtig drüber gesprochen haben und was gerade läuft, nämlich es geht wieder um unseren geliebten Deutschen Bühnenverein und den wunderbaren Tarifvertrag NV Bühne und die Reform dessen. Und da sind im März jetzt die nächsten Verhandlungsrunden angelaufen und es gab da schon, oder seit Mitte Februar gibt es da schon eine Kampagne, die heißt Stopp oder Hashtag Stopp NV Flatrate. Also der NV Bühne wird NV Flatrate genannt. Das ist auch visuell ganz gut umgesetzt mit schwarz-gelben, ich weiß nicht was, Signalbändern und Flyern und allem Möglichen. Das ist auch in allen möglichen Theatern, ist ins Leben gerufen, diese Aktion von den drei Gewerkschaften, die bei den Verhandlungen mit am Tisch sitzen, dem Bundesverband Schauspiel, ich sage es nochmal der Vollständigkeit halber, der Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger und der Vereinigung Deutscher Opern- und Tanzensembles, kurz VDO. Vielleicht ganz kurz auch nochmal zu erklären, NV Bühne ist eben der Tarifvertrag für Bühnenmitarbeiter, der in der Kritik steht, weil er unglaubliche Flexibilität erwartet, relativ schlecht bezahlt und vor allen Dingen jedes Jahr wieder neu kündbar aufgrund schlechter vom Intendanten oder der Intendanten naja, die sogenannte künstlerischer Leistung genau. Hat. Ne? Sogenannte Kettenbefristung und also jedes Jahr kann man da nicht verlängert werden und über diese Nichtverlängerung entscheidet alleine die Theaterleitung. Und die Nichtverlängerung, die muss natürlich künstlerisch begründet sein, es sei denn, bei einem Intendanzwechsel, da muss sie überhaupt nicht begründet sein. Also dann ist es einfach klar, dass man nicht übernommen wird. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Und was besonders schlecht ist daran, dass die vorgebrachten Gründe, also wenn man sagt, aus künstlerischen Gründen möchte ich dich nicht verlängern oder wirst du nicht verlängert, die müssen gar nicht überprüfbar sein. Und da ist der große... Du warst nicht gut genug. Und da ist der große Vorwurf natürlich oder der große Kritikpunkt ist, dass genau das zu einem Klima der Angst führt und Machtmissbrauch begünstigt und überhaupt auch die Lebenssituation vieler Künstler und Künstlerinnen erschwert, wenn sie zum Beispiel eine Familie gründen wollen oder einen Lebensmittelpunkt sich auf einen Lebensmittelpunkt einigen oder festlegen möchten und so weiter. Also da kann man sehr, sehr lange drüber sprechen. Und mir ist dabei aufgefallen, weshalb mir das auch jetzt nochmal eine Meldung wert ist bei uns im Podcast, dass der Deutsche Bühnenverein sich sehr bemüht, auch die Themen, die gerade anstehen, aufzugreifen. Also nicht nur jetzt in Tarifverhandlungen, sondern ich kriege immer wieder Einladungen zu Veranstaltungen oder zumindest Anzeigen von Veranstaltungen oder Workshops zum Beispiel, ist mir kürzlich einer
in die Hände gefallen. Der hieß Let's Perform Family, also Familienvereinbarkeit am Theater oder am Theater, bei Beschäftigten am Theater. Wir hatten ja auch mal diese Folge über Mütter oder Elternschaft im künstlerischen Beruf. Dann gibt es auch ein, glaube ich, eine große, gab es ein Panel oder eine Workshop-Reihe zum Thema Digitalität, oder gibt es da dann monatliche oder zweimonatliche Stammtische, dass sich die Theater austauschen zum Thema Digitalität, Digitalisierung, digitale Infrastruktur in Theatern. Man hat schon das Gefühl, dass vom Bühnenverein, muss man ehrlicherweise sagen, da inzwischen was kommt wieder. Was kommt, genau, dass da eine gewisse Awareness, wie man so schön sagt, da durchaus da ist. Und ich meine, wir sagen es schon fast seit 2 Jahren, fast so alt wie unser Podcast ist, wir müssen da jetzt auch mal echt jemanden vors Mikro holen. Das ist echt eine große Lücke, und die möchte ich unbedingt ganz bald mit dir schließen, lieber Axel. Ja, die schließen wir, und wir haben ja schon so ein bisschen so von den Seiten angefangen zu kleben in dem letzten großen oder vorletzten großen Themenpodcast, den wir hatten über Machtmissbrauch, da am Beispiel Erfurt und Wiesbaden. Genau. Ja, also, wir sprechen heute auch noch über Kassel, mit Sicherheit. Guy Montavon, genau, das passt eigentlich ganz gut rein, ne? Guy Montavon in Erfurt, der vorzeitig beurlaubt wurde in Wiesbaden, der heißt nicht Kai-Uwe, ich weiß, sondern der Laufenberg. Uwe-Erik Laufenberg, genau. Und jetzt würde ich tatsächlich überleiten zu Kassel. Vielleicht machen wir es nur als Klammer zu diesem Tarifvertrag-Ding, wo ihr vielleicht mitgekriegt habt, dort ist der Intendant oder stand die Verlängerung des Intendanten Florian Lutz zur Disposition. Florian Lutz, auch darüber haben wir uns unterhalten, ist der Mann der Raumbühnen. Wir wollten immer mal hin, Doro, zur Carmen, die da auf unterschiedlichen Ebenen mit Orchester und so weiter gespielt wird. Ja, da fährst du jetzt alleine hin, hast du mir erzählt. Da fahre ich jetzt tatsächlich nach Ostern alleine hin. Das habe ich Herrn Lutz versprochen. Kannst du gerne kommen, liebe Freunde der Nacht. Ich gucke hier in meinem Kalender. Ich bin Elektra 23. und Florian Lutz ist im April. Da machen wir, was er will. Da habe ich keine Zeit. Da muss ich auch eine Beerdigung. Irgendwann im April bin ich auf jeden Fall bei der Raumbühne. Am 21. ist Halbmarathon in Wien, da kann ich nicht. Ja, du weißt jetzt schon, dass du im April auf einer Beerdigung bist. Das war ja der Witz. Ja, dann auch rum. Das war ja der Witz. Also, okay, check. Okay, also egal. Und das Ensemble, beziehungsweise hauptsächlich das Orchester in Kassel, hat abgestimmt, und 97% des Orchesters waren gegen eine Vertragsverlängerung von Florian Lutz, dem unter anderem vorgeworfen wird, die musikalische Ebene des Opernbetriebes nicht ernst zu nehmen, dem auch vorgeworfen wurde, sich merkwürdig zu verhalten. Er hat einen Maulkorbbrief geschrieben, in dem er die Mitarbeitenden des Theaters aufgefordert hat, nicht über die Geschichten des Theaters zu reden, auch nicht mit der eigenen Familie. Es wurde eine Abmahnung ausgesprochen gegen einen Musiker und so weiter und so fort. Also die Stimmung ist richtig schlecht gewesen. Auch mich haben in der Zeit von beiden Fraktionen viele Leute angerufen, und gerade die Orchesterfraktion hat immer wieder betont, ein Großteil des Theaters würde schweigen zu diesen Umständen aufgrund des, und jetzt sind wir wieder beim Thema, MV Bühne, also aufgrund dieses Vertrages, dass wenn sie reden würden und sich beschweren würden über die Zustände in Kassel, würden sie einfach mit nächster Saison gekündigt werden. Diese Angst sei groß, und diese Tarifverträge würden, so hieß es da eben auch, immer wieder genau zu solchen Situationen führen. So, also Long story short, man kann das alles nachlesen. Ich verlinke euch das in den Shownotes, den Artikel, wo ich versucht habe, das relativ ausgeglichen und ausgewogen aufzuschreiben. Aber am Montag ist Florian Lutz dann tatsächlich verlängert worden. Bis 2031 wird er jetzt Intendant in Kassel weiterhin sein. Das haben der Staatsminister für Kultur in Hessen und der Bürgermeister der Stadt, beziehungsweise die Stadt Karlsruhe, die mitentscheidungsbefugt beim Staatstheater ist, beschlossen, gegen den Widerstand des Theaters und mit der Befürwortung einiger Theatermitarbeitenden. Also bin mal gespannt, wie das da weitergeht. Und die Verlängerung wurde tragischerweise ausgesprochen und gleichzeitig angekündigt, dass es einen großen Mediationsprozess geben wird
wo Intendant und gerade Orchester wieder zusammengeführt werden sollen. Das wiederum erinnert natürlich an die Vertragsverlängerung von Guy Montavon in Erfurt, der ebenfalls verlängert wurde mit der Auflage von Mediationsprozessen. Also, boah, keine Ahnung, wie das also gehen soll in Zukunft. Ja, also es war eine gute Klammer, würde ich sagen. Und du sagst es ja, du hast es schon gesagt, das sind ja Geschichten, die sich ähneln. Daran sieht man, dass es eben nicht an Personen liegt, zumal ja Florian Lutz jetzt auch nicht der, ich sag mal, klassische AWM ist, ne? Der alte weiße Mann. Ja. Der Silberbuckel da am Theater. Ja, der ist vielleicht ein JWM. Wer weiß ja, klar, schon, das kann man auch im Kopf sein. Ne? Also das ich weiß nicht, aber das würde ich ihm überhaupt nicht unterstellen. Ich kenne ihn auch gar nicht. So. Also es gibt auch sehr viele weibliche alte weiße Männer, richtig, um das auch nochmal klarzustellen. Ja? Also da kenne ich auch einige. Die gibt es auch. Also die gibt es natürlich überall. Jung, alt, männlich, weiblich. Alles dazwischen und außerhalb, wie dein Kollege Jan Böhmermann immer sagt. Aber der Punkt ist für mich, ich stelle es mir wahnsinnig schwierig vor. Also erstens mal, dieser Mediationsprozess soll im Sommer beginnen. Wir haben Februar oder jetzt März. Ganz ehrlich, also diese Spielzeit muss jetzt erstmal nochmal durchlaufen. Und dann beginnt ein Mediationsprozess im Februar. Und so ein Mediationsprozess ist ja nicht so, dass man sich mal an drei Wochenenden zusammen hinsetzt, sondern das geht über Wochen und Monate. Ich frage mich sehr, wie man in dieser Zeit einen Spielbetrieb gewährleisten möchte und aufrechterhalten möchte, wenn da einer an der Spitze des Hauses ist, der nicht den Rückhalt seiner Mitarbeitenden hat. Das stelle ich und mir der amtierende GMD, der amtierende GMD öffentlich in meinem Artikel, na, der geht noch nicht, aber öffentlich in meinem Artikel gesagt hat, er stellt sich gegen den Intendanten, ja, er hat die Nase voll, ja, also das ist ein öffentlicher Dings. Ich stelle es mir auch schwer vor. Und es ist noch kein neuer GMD gefunden. Die beiden GMDs, die noch in der Endrunde sind Wunschkandidaten des Orchesters offensichtlich. Also, da möchte ich auch nicht in Florian Lutz' Haut stecken. Aber, Doro, dafür sind wir ja da. Ich habe es jetzt nachgeguckt. Ich bin am 6. April in Kassel und werde mir das in der Raumbühne und wahrscheinlich mit einem Kaffee mit Florian Lutz dann alles mal anschauen und anhören und natürlich dann auch. Und danach fragen, so wie ich dich kenne oder wie wir dich kennen. Aber ich glaube, genau diese Raumbühne war auch einer der großen Streitpunkte zwischen musikalischer Leitung, also zwischen GMD und dann Regie und Intendanz, inwieweit die Sicht inwieweit die Sicht des Dirigenten auf das Bühnengeschehen behindert wird durch irgendwelche Kameras, durch bestimmte Konstruktionen und so weiter, die Akustik ne? auch genau. noch. Ja. Also so, und dann muss es da wohl eine ziemliche Basta-Politik gegeben haben, wieder zurückgerudert. Wir wissen es alle nicht. Ich muss dir ehrlich sagen, Axel, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber klar könnte man jetzt diesen Fall aufdröseln. Wie gesagt, ich finde es fast ein bisschen langweilig, weil es uns tatsächlich nicht betrifft. Wir sind nicht in Kassel am Theater beschäftigt. Es fällt einfach nur auf, dass es. Na gut, aber es fällt nur auf. Als Presse ist man natürlich. Dass es immer wieder vorkommt, dass Hessen gerade auch ein Thema hat mit seinen Staatstheatern, würde ich mal so sagen. Ja. Das ist noch der nächste Punkt, der mir dabei auffällt. Und hier sieht man auch, und das könnte ich jetzt noch ergänzen zu dem Thema NV-Bühne, Arbeitsbedingungen, eine Kultur der Angst oder kann man Kritik äußern und so weiter. Ganz kurz noch die Forderungen der Gewerkschaften zur Überarbeitung des NV-Bühne. Das sind zum einen die Einführung eines neuen Arbeitszeitmodells, also dass man von dem sogenannten Dienstmodell weggeht zu einem Art Rahmenmodell, also ne, dass man nicht so stumpf nach Diensten zählt, sondern dass man einen gewissen Zeitrahmen hat, in dem man einsetzbar ist. Dann geht es um Proberegelungen, um Regelungen von freien Tagen, von Ruhezeiten. Und bei all dem geht es natürlich um Planbarkeit, also dass es Wochenpläne gibt, nicht Tagespläne, dass man nicht permanent erreichbar sein muss, dass du um 14 Uhr erfährst am Tag, wie deine Zeiten, deine Probenzeiten am Folgetag sind. Das macht es unglaublich schwer. Und ich möchte hier wir sind nicht parteiisch, Axel, das weißt du, das wissen alle anderen, die hier auch zuhören, aber ich finde es interessant, hier gibt es einen Flyer zu dieser Kampagne, die diese Tarifverhandlungen flankiert, mit Zitaten von NV-Bühnenbeschäftigten. Soll ich da mal zwei, drei vorlesen? Bitte. Finde ich ganz interessant. Also ich gehe mal davon aus, dass das jetzt hier nicht, dass das hier Quellen sind, ne? Stehen natürlich keine Namen drunter, aber seriöse Quellen sind. Ja.
So, da steht zum Beispiel, als Regieassistenz ist man an einer Schnittstellenposition und damit den Bedürfnissen der unterschiedlichen Abteilungen ausgeliefert. Damit summieren sich Arbeitszeiten unkontrolliert, während man selbst keine Schutzwerkzeuge in der Hand hat, ohne die Produktion gefühlt im Stich zu lassen. Kann man nichts sagen, so dagegen. Dann steht, die Überlastung ist an unserem Theater ein Problem, sagt jemand anders. In der Märchenzeit, also Weihnachtszeit, ne, wird oftmals schon fürs nächste Stück geprobt, obwohl man fast täglich Doppelvorstellungen hat. So fühlt sich der künstlerische Prozess nicht selten nach Fließbandarbeit an. Das frustriert dann nicht nur die Leute auf der Bühne, sondern auch Regie, Technik und die Gewerke. Dann hier noch eine Sache. Keine Kita betreut so, wie das Theater einen braucht. Jeden Monat gehen bis zu 900 € für Kinderbetreuung drauf. Mehrere BabysitterInnen sind uns schon abgesprungen, weil ihnen unsere ständig wechselnden Dienstpläne zu anstrengend wurden. Und so weiter und Ja, so fort, absolut, ja. kann ich vollkommen nachvollziehen. Ja, wenn du Leute hast, zwei Leute, die im Orchester arbeiten oder abends in die Oper müssen, ist es echt schwierig. Ja, Ja. genau. Alles Kleinigkeiten eigentlich, aber müssen Ja, und dann organisiert auch werden, zum ne? Thema Fachkräftemangel. Also man darf gespannt sein, wie das weitergeht. Und ich freue mich auf unsere Folge mit Bühnenverein und Gewerkschaftsvertretungen. Ja. Und Ja, machen wir auf ja, jeden Fall. find ich super spannend. Und noch ein letzter, wirklich noch ein allerletzter Punkt zum Thema Kassel. Ich habe auch gelesen, dass unter anderem Florian Lutz verlängert wurde von den Trägern, das heißt von der Stadt Kassel und vom Land Hessen, weil die Einspielergebnisse stimmen, weil es über 900, ich weiß nicht, Abonnenten insgesamt oder neue Abos gab, neue Neue Abonnenten gab Abonnenten wurden, und genau. so weiter und so weiter. Da wiederum sagt aber das Orchester, da muss man sich wieder genau angucken, wie diese Auslastungszahlen eigentlich gemacht wurden. Also da gibt es halt auch wieder unterschiedliche, wie wann ist ein Haus ausverkauft, auch wenn man Ränge schließt oder nicht. Also Ja, ja, gut. okay. Aber Abos genau, sind ja. Abos und da sieht man mal wieder, der Fokus ist vielleicht auch ein bisschen der falsche, ne? An so einem Punkt. Ja, oder überhaupt, die Frage ist, wo ist der Ja, Fokus, ne? genau. Also das kann ich dann noch zu sagen. Also ich wurde angerufen von mehreren, lustigerweise Generalmusikdirektoren, die dann gesagt haben, Axel, danke für deinen Artikel über Kassel, aber ich sag dir mal, bei uns ist es so ähnlich. Und es gibt ganz viele Neubesetzungen und die beschweren sich gerade darüber, dass das Gewicht der Regie und von Intendanten viel größer ist als das von Generalmusikdirektoren, obwohl die dieses große Gewerk Orchester natürlich haben. Und es scheint tatsächlich momentan einen großen, unausgesprochenen Zoff zwischen Dirigentinnen und Dirigenten und Intendantinnen und Intendanten zu geben. So wird es jedenfalls, glaube ich, von den Dirigenten wahrgenommen. Und soweit ich weiß, hat die GMD-Konferenz tatsächlich auch dazu eine Umfrage vorbereitet, die wahrscheinlich in den nächsten Wochen oder Monaten evaluiert und herauskommen soll. Ich glaube, das ist auch ein großes Thema, wirklich dieses Uralt-Thema von prima la musica oder prima le parole, also erst die Musik oder erst das Wort, die Regie oder die Musik. Und die Frage für mich, und das ist eigentlich auch so eine, was ich gerne mit Florian Lutz dann mal besprechen würde, ist, ich verstehe einen Intendanten schon als jemanden, der tatsächlich diese beiden Gewerke auch zusammenbringen muss, ja? Weil eine Oper entsteht halt tollerweise nur mit Musik und mit Regie im Einklang. Und da gibt es eigentlich nicht eine Oberhand, sondern das muss irgendwie so ein bisschen wie bei der Papstwahl so lange ausgediskutiert werden, bis weißer Rauch aufsteigt. Und ich empfinde das auch als Arbeit des Intendanten, der Intendantin, diese vielleicht unterschiedlichen Leute an einen Tisch zu bringen. Ich weiß das von Franz Welser Möst, der sagt, ich bin bei der ersten Regiebesprechung natürlich schon dabei, weil ich diesen Prozess der Regie in einer Produktion mitverfolgen will und nicht erst bei der Ja, Bühnenaufprobe sehen will, oh Gott, wo dirigiere kann ich man denn ja da? auch Ja? zusammenfassend Also. sagen, es braucht wirklich, wirklich Führungsqualitäten und jetzt nicht nur von der, ich sage mal, diese Leadership Qualities von der Persönlichkeit her, sondern auch tatsächliche Fähigkeiten und Ja. Bewusstsein für Prozesse und so weiter. Und da ist natürlich das Genau. Künstlerische ein Punkt, ein künstlerisches oder ein Verständnis für künstlerische Prozesse, aber eben diese verschiedenen Interessengruppen, die verschiedene Personengruppen zusammenzuführen tatsächlich und auch Ja. Strukturen Und in der aufzubauen. Dienstanweisung und im Verbotsbrief funktioniert Das das ist, natürlich erstmal nicht, ja. Da brauchen wir kein Wort drüber verlieren. Das ist unsäglich. Ja. Also stell dir das mal Das bitte ja. in einem DAX-Unternehmen vor.
Also, ja, da wäre sowas ja, von weg. Also das ist tatsächlich, das ist absurd. Und da braucht es einfach auch Training, da braucht es Schulung, da braucht es ein Bewusstsein für diese Prozesse und dass es eben nicht nur ist, ach, das ist ja ein künstlerisch kreativer Kopf und der hat es da ganz gut gemacht, das wird schon klappen, komm, setzen wir da mal hin. Zum Glück habe ich mich in Salzburg nicht als Intendant. Meine Güte, ja, das wäre ja was gewesen. Axel, da wären wir, mein Lebenspartner Axel Brüggemann, das mussten wir auch, mussten wir auch mal ein paar Mal klarstellen, ne? Dass manche dann auch ein bisschen irritiert waren, was wir für einen flapsigen Umgang mit. Dass wir kein Lebenspartner sind in Kassel. Ja, aber wir sind das so gewohnt, jede Woche. Ne? Das ist halt auch schön. Man nähert sich auch einfach so im Podcast. Genau, das ist einfach so eine angenehme Vertrautheit in der Friendzone, wie man so schön sagt. Und wir sind in der Friendzone. Axel. Und das Schöne ist ja auch, wir haben eine neue Podcast-Idee, die in Augsburg geboren, und zwar wir gehen zusammen zum Paartherapeuten und schauen, wie viele Sitzungen er braucht, um rauszufinden, dass wir gar kein Paar sind. Hättet ihr Interesse, wäre das nicht ein neuer kleiner Podcast mit Dorona. Ja, und nehmen das auf mit Mikrofon, genau. Naja. Bon, gut. Was haben wir noch für Themen? Ich rede mit dir über alles, was du möchtest, Axel. Das ist jetzt deine Chance. Ich habe nur kleine Abhackthemen hier noch. Ich habe Köln, Eröffnung der Oper Köln wird nochmal verschoben, 24/25, weil die 703 Millionen Euro Umbau die letzten 875 Jahre immer noch nicht fertig geworden ist. Also das Opernhaus in Köln ist quasi der Berliner Flughafen der Oper. Die Milliardengrenze ist dazu, glaube ich, nicht zu sagen. Das habe ich gelesen, der Umbau. Ist es schon Milliardengrenze geknackt? Ja, das ist wirklich... Es ist ein bisschen wie Augsburg, ne? Augsburg, da ist das Problem, dass man dann irgendwelche Römerruinen findet, wenn man das Theater umbauen will. Die sind ja auch in einer Umbauspielstätte. Ja, nur kostet der ganze Spaß nur ein Drittel, ne? Ich glaube 350 Millionen oder so. Ja, da kostet er, sagen sie jedenfalls, genau. Übrigens, auch da habe ich mich mit dem Intendanten unterhalten, der gesagt hat, in München ist zum Beispiel Staatstheater anders organisiert. Das sind das GmbHs, wo die Leute aus dem Land und aus der Stadt im Aufsichtsrat sitzen und in diesem Aufsichtsrat schon alles entscheiden. Und das Problem in Hessen, um das nochmal ganz kurz eben klarzumachen, ist, dass zum Beispiel Florian Lutz, der Intendant, vom Land bezahlt und der Vertrag unterschrieben wird und dann, da war man sich einig, muss aber noch die Stadt zustimmen, sozusagen als extra Gremium. Ja, das ist natürlich wahnsinnig schwierig, vor allen Dingen, wenn es sich um andere Parteien handelt. Also das sind auch einfach so Strukturen, die total beknackt sind, wohingegen der GMD zum Beispiel von der Stadt bezahlt wird und nicht vom Land. Also, und das ist natürlich in Bayern viel besser, in Nürnberg oder in Augsburg gelöst, weil das dort GmbHs sind, in deren Vorstand sozusagen all das schon mal klar gemacht werden kann und danach ist das dann auch diskutiert und beschlossen und muss nicht nochmal durch einzelne Länder- oder Stadtgremien gehen. Also ganz interessant, ja, dass da auch solche Sachen manchmal ganz wichtig sind. Und das letzte Thema, was ich hier auf meinem Plan habe, ist auch politisch. Es gibt nur einen Markus Söder. Bayern legt zusammen, jetzt auch. Und wir haben vor, ich weiß nicht, einem halben Jahr über Bremen gesprochen, den Musikunterricht, den Kunstunterricht und den Werkunterricht, weil es nicht genügend Musiklehrerinnen und Musiklehrer gibt an Grundschulen. Und da folgt jetzt ausgerechnet unser Freund Herr Söder, der nie das bayerische Abitur auf dem Niveau meines Abiturs, des Bremer Abiturs haben wollte, der Bremer Schulpolitik und macht den Armutsstaat. Soll ich dir nach. Was sagen? Ja. Ich habe bayerisches Abitur und du hast Bremer Abitur. Ist das Zufall? Ja. Merkt man's? So, jetzt machen wir nochmal. Das merkt man, oder? Ich finde schon. Ja, ihr da draußen, ihr habt immer gedacht, ich komme aus Bayern. Nee, ich komme aus Bremen. Ja, genau. Fällt mir jetzt gerade erst auf, jetzt wo du sagst. Na gut, okay. Also erzähl weiter. Ja, mir ist das schon lange aufgefallen als Bremer Abiturient. Mhm. Ja. Wir sind halt so für die weichen Dinger eher. Mhm, so da. So Fußball und so. Nein, ja, das ist eigentlich schon alles. Ich finde, hat mir der Kollege, wie heißt er denn nochmal, Entschuldigung, ich reich's nach, als Mail geschrieben, der auch immer sagt, man darf nicht Subventionen, sondern muss staatliche Förderung sagen. Ich weiß es nicht, wer das ist. Weil ich gesagt habe, Markus Söder hat den Namen, hat die kulturellen Streichungen als Populismus entdeckt. Ja, also es war ja
Es sind die Streichungen beim Bayerischen Rundfunk, es sind die Streichungen, er wollte streichen die Radiosender, die Radiosinfonieorchester, er wollte zusammenlegen Arte und Dreisat. Das sind alles Söder-Projekte der letzten 3 Monate. Und tatsächlich ist das die große Frage, wie kommt es plötzlich, dass so jemand auf so vielen Ebenen sagen kann, wir streichen und kürzen und sparen an der Musik und es außerhalb der Musikbubble eigentlich gar keinen richtigen Aufschrei gibt. Das finde ich schon echt. Oder kriegen wir den einfach nur nicht mit? Das könnte natürlich auch sein. Da draußen, also ich glaube nicht, dass das für groß. Also sonst wird das ja nicht dauernd machen. Hast du einen Aufschrei gehört, dass Söder die Hälfte der Radiosinfonieorchester einstampfen wollte? Nein, aber ich dachte jetzt zum Musikunterricht. Ich weiß jetzt nicht, was in der Lehrerschaft. Ja, zum Musikunterricht ist das. In der Lehrerschaft ist das groß, aber es scheint irgendwie, es gibt eine Petition mit relativ vielen Unterschriften. Übrigens, Peter Grabowski ist derjenige, der uns immer wieder auf die sprachlichen Ungenauigkeiten hinweist. Und dafür vielen Dank. Der war auch schon Gast bei uns im Podcast. Sollten wir mal wieder einladen. Ja, finde ich auch. Also, nett ist er auch. Grüße gehen raus an Peter. Ja? Ich sage jetzt mal einfach Peter, unser gutes Gewissen und unser Korrektiv, genau. Ja, keine Ahnung, also mir macht das Sorge, mir macht das Bauchschmerzen, dass das so auf jeden Fall schon mal möglich ist, im regelmäßigen Abständen Kultureinsparungen zu benennen, ohne Angst zu haben. Also die Bauernlobby ist auf jeden Fall mehr gefürchtet in Bayern als die Musikerinnenlobby, würde ich mal so sagen. Mhm. Also ich finde ganz interessant, du hast von der Klassik oder von der Kulturbubble gesprochen. Es gab gestern, also am Mittwoch, den 6. März, ein Artikel oder ein Interview mit Christian Gerhaar im Münchner Merkur, genau zu dem Thema. Hast du es gelesen? Ja, da verstehe ich nicht, warum das alle weitergeleitet haben. Das war ein Null-Interview, da stand überhaupt nichts drin. Ich habe das nicht verstanden. Was hast denn du daran nicht verstanden? Meine ganze Bubble. Das liegt an deinem Bremer Abitur. Er sagt, das ist doof. Er hat gesagt, er findet es doof, dass gespart wird, so wie alle das sagen. Aber was darüber hinaus? Aber er weiß auch nicht genau, was gespart wird. Und ich habe das ganze Interview nicht verstanden. Also okay, Schatz, ich erkläre es dir jetzt mal. Erklär's mir mit. Gib mir mal eine bayerische Nachhilfe. Da, bitte. Aber nicht auf bayerisch, das kann ich nämlich nicht. Das wäre sonst echt peinlich. Mach mal. Also der hat, also er hat erstmal gesagt, dass für ihn das jetzt nicht nur schlimm ist, dass dieser Musikunterricht weggekürzt wird, sondern er hat gleich das ganz große, den ganz dicken Pinsel genommen, sag ich mal, und hat gesagt, dass damit der Freistaat Bayern die Verantwortung für den Kulturauftrag, der ja in seiner Verfassung verankert ist, dass er dem nicht nachkommt oder immer weniger nachkommt, und hat das in eine Linie gestellt mit den Künstlerinnen und Künstlern, die in der Pandemie ja auch nicht ihren Beruf ausüben durften und die sich auch so gegen den Staat sich wehren mussten, um überhaupt tätig sein zu dürfen und so weiter und so weiter. Und jetzt würde auch der Stadt Bayern oder Freistaat Bayern auch die Finanzierung von Künsten nicht gewährleisten und jetzt auch noch den Musikunterricht kürzen und so weiter. Also er sieht das in einer Linie. Das wäre jetzt in erster Linie, ja, mal Tobias Kast. Ja, gut. Also das fand ich jetzt überhaupt nicht so. Das haben wir hier im Podcast ja sogar schon gesagt. Es ist die Pflicht, es gibt eine Schulpflicht für das Schulfach Musikunterricht. Und der kann der Staat erst in Bremen und jetzt auch in Bayern nicht mehr gerecht werden, weil es Lehrermangel gibt. Also entziehen sie sich dieser Pflicht. Also mich stört, ja, das haben wir das schon stimmt. Vor einem halben Jahr. Aber mich stört, dass dann alles so in einen Topf geworfen wird von der Situation während der Pandemie und dann jetzt Rundfunkorchester und dann. Ja, so, also deswegen würde ich sagen, klar, das ist, das kann man, die Linie kann man so machen. Ich wäre da mal wieder für Differenzierung an der Stelle. Gut, was ich dir jetzt eigentlich noch sagen möchte zu diesem Interview, es wurde nämlich Christian Gerhaar, übrigens gucke ich mir auch, ich schweife ab, eine Frage gestellt, ich finde eine Fangfrage, und die möchte ich dir jetzt stellen und dich gleichzeitig fragen, was denkst du, was der geantwortet hat, wenn du es nicht eh schon weißt. Es wurde gefragt, wenn die Gesamtstundenzahl nicht ausgeweitet werden soll, also an den Grundschulen, es geht ja um Grundschulen wohlgemerkt, ne? Wo müsste man kürzen? Dass er das gesagt hat, Englisch, ich weiß, Nein, dass er das gesagt Axel, hat. Ja, ich komme gleich dazu, was er gesagt hat. Es stimmt unter anderem Englisch, er hat auch noch mehr gesagt, ja. Aber was würdest du denn antworten auf so eine Frage? Wo man kürzen soll bei den anderen Fächern? Ja, genau. Also wenn ich an den musisch-künstlerisch-kreativen Fächern, wo denn dann? Warum muss man denn da kürzen? Bei Wirtschaft. Okay. Das wäre doch mal was. Axel, du kriegst jetzt von mir einen Auftrag.
Ich möchte, dass du in deinen, auf deinem Instagram-Channel deine Umfrage machst. Ich möchte mal wieder raten beim nächsten Podcast. Ja, okay. Ja, ja, eine Umfrage, wo man sonst kürzen sollte in den Grundschulen. Und dann gibst du mal verschiedene Optionen und dann möchte ich wieder raten, wer was geantwortet hat. Also, um es abzuschließen, Herr Gerha hat eben gesagt, Englisch, weil man dann in der weiterführenden Schule sowieso wieder von vorne anfängt und man mit der Sprache so vertraut wäre. Durch die Verfügbarkeit von Filmen und anderen internationalen Medien und so weiter und so weiter. Und dann sagt er auch noch, was ich sehr interessant finde, dass man auch am Religionsunterricht sparen sollte. Er sagt, die Religion, aber das ist meine persönliche Meinung, müsste in ihrer Sinnhaftigkeit als Lehrfach überdacht werden. Und dann fängt er wieder mit der Pandemie an. Die Kirchen wurden geschont, die Theater mussten zugesperrt werden, Konzertsäle und Museen und so weiter. Und die Kirchen wurden überhaupt nicht geschont. Ja, das ist ja totaler Schwachsinn. Du weißt, es ist auch nicht meine Meinung. Aber da fängt er wieder an. Also da ist noch irgendwas aufzuarbeiten. Es gibt so eine geile Statistik von der Volksverpetzer, diese Seite der Volksverpetzer, die jetzt auch, ja, habt ihr nicht zu bereuen, was ihr in der Pandemie geschrieben habt? Und die haben jetzt mal alle Studien über die Pandemie aufgelistet, die es so gegeben hat im Nachhinein. Lohnt sich mal anzugucken, dass wir in Europa gar nicht so schlecht davongekommen sind, ehrlich gesagt. Ja, gut. Auf jeden Fall sagt er dann auch noch, was ich ganz gut finde und auch ganz richtig finde, dass die Kompetenz im Musikunterricht an der Grundschule gerade sehr, sehr unterschiedlich ist. Also, dass es da manche Lehrkräfte gibt, die das gut machen und andere, wo es eigentlich auch ein absoluter Witz ist. Ja? Also das, und er fordert da auch mehr fachlich versierteren Unterricht. Okay, wissen wir auch. Hat Anne-Sophie Mutter auch schon vor 10 Jahren. Ja, genau. Ja, gut, aber deswegen muss es ja nicht falsch sein. Nur weil es, na gut, also und so weiter und so weiter. Nee, sag ich ja, es ist nicht viel falsch. Kann jeder lesen, dann geht es dann irgendwie noch von Gymnasien und so über Herrn Stoiber noch zu den USA und Trump. Ja. Also ein großer Rundumschlag, kann man alles lesen im Merkur.de. Ja. Ohne Paywall und weißt du, was man auch machen kann? Man kann es auch lassen. Also. Ja. Das nur zum Thema, da sind wieder prominente Stimmen, die sich auch dann schon in Pandemiezeiten, ja, fehlt noch Frau Mutter. Ja, Let's talk to experts, finde ich auch. Also redet doch mit Leuten, die sich da auch auskennen und ja, gut. Okay. Egal, gut. Aber genau, auch Herr Gerhaher darf das sagen und wir haben uns jetzt lange mit ihm auseinandergesetzt. Doro, wir sind bei 50 Minuten, Generation Z, wollen wir es noch wagen in 5 Minuten? Nee, wagen wir nicht, weil ich verschiebe es nochmal, wir haben uns ja rangerobbt jetzt mit dem Grundschul- und Thema schon mal, das können wir schon mal abhaken. Mir geht es vor allem darum und vielleicht können wir da auch vorher mal von unseren Hörern und Hörerinnen ein Stimmungsbild einfangen, ob die jetzige Generation an jungen Musikern und Nachwuchskünstlern, Künstlerinnen, die jetzt sozusagen in den Arbeitsmarkt oder von den Hochschulen in die Arbeitsverhältnisse gehen, ob das ein Unterschied ist, ob es da weniger Motivation gibt, weniger Leistungsbereitschaft oder ob die genauso weitermachen wollen wie bisher. Ich habe da verschiedene Stimmen gehört aus verschiedensten Ecken und würde mich da gerne mit dir mal etwas allgemeiner darüber unterhalten, wie du das wahrnimmst. Und gerne nehmen wir da auch ein paar Stimmen aus von unseren Hörerinnen und Hörern mit rein. Absolut. Das wäre mein Schreibt Vorschlag. Uns. Dann würden wir das nächste Mal. Gerne auf redaktion@allesklarklassik.de. redaktion@allesklarklassik.de. Übrigens auch für unsere geliebte Rubrik Perlen der Provinz. Wir suchen immer noch und immer wieder gerne Vorschläge von euch. Was ist in der Provinz los? Was sollen wir angucken? Wo sollen wir essen gehen nach einem Konzert, nach einer Oper? Schickt uns das alles an redaktion@allesklarklassik.de. Und ich habe zum Abschluss vielleicht hier nochmal eine Perle der Provinz. Was ist ein Heidenkonzert? Doro und Axel präsentieren die Perlen der Provinz. Aber am schönsten war es in Hamburg auf der Reeperbahn. Genau, eine Perle der Provinz. Und die spielt in einem meiner Lieblingshäuser in Bremerhaven. Da ist man auch auf den Flashmob gekommen, Doro. Ich weiß, jetzt wirst du sagen mit deinem bayerischen Abitur, ach Gott, Flashmob, lass mich in Ruhe. Aber das Philharmonische Orchester Bremerhaven hat den Bolero in der Basketball-Bundesliga in einer Pause gespielt. Da gibt es einen wunderbaren Mitschnitt auf YouTube. Verlinke ich euch auch gerne. Und das ist einfach so eine kleine Geste, wo man sieht, ein uraltes Mittel, aber emotional funktioniert es immer noch, wenn Leute mit Klassik konfrontiert werden, wo sie die nicht erwarten.
Und ich finde, es ist nicht nur provinziell, sondern es ist irgendwie dann auch doch groß, wenn so ein Orchester sich überlegt, wie kommen wir zu den Leuten, wie kommen wir dahin, wo die Musik noch nicht ist. Und deshalb hier ein großes Shoutout an das Philharmonische Orchester in Bremerhaven. Da kann man auch einfach mal so hingehen, wenn vielleicht ein Auswärtsspiel in der Bundesliga ist. So, das wollte ich mal sagen. Vielleicht haben die ja auch mal ein Auswärtsspiel, das Orchester in Bremerhaven. Ja, vielleicht aber seltener als die Eisbären mit Sicherheit, aber ja. Ja, und das am Anfang, was du da sozusagen gegossipt hast über wer könnte Salzburg übernehmen, da finde ich, sollten wir auch eine Rubrik draus machen, so Axels Blick in die Kristallkugel. Oder? Okay, aber jetzt schließen wir erstmal die hier, nämlich jetzt. Das ist ein Heldenkonzert. Doro und Axel präsentieren die Perlen der Provinz. Aber am schönsten war's in Hamburg auf der Reeperbahn. Und deine Perle der Provinz sagt jetzt Tschüss. Ah, meine Perle der Provinz, ja, meine bayerische Perle was seid ihr denn da? In der Norddeutschen. Naja, Norddeutsch ist das nun auch nicht da, wo du bist. Ne? Das ist ja Westfalen eigentlich, oder? Jetzt fang du nicht auch schon wieder an. Ja, aber es ist nicht norddeutsch, come on. Also, ich meine, Gütersloh, ich finde schon. Gütersloh ist total, nicht norddeutsch. Ich bin nicht in Gütersloh, das weißt du ganz genau. Ja, dann bist du 30 Kilometer nördlich in 70, ja, Münster ist immer noch Westfalen, ja. Ich gebe dir recht, Westfalen. Ja. Es fühlt sich aber an wie Norddeutschland. Und ich finde, das Tatort-Team aus Münster, das ist genauso überholungsbedürftig wie die Intendanz in Salzburg so langsam mal. Darf ich das auch mal sagen? Nee, finde ich nicht. Oh, come on. Finde ich überhaupt nicht. Nee, das ist mit der einzige Tatort, den ich überhaupt gucke. Nee. Alles andere. Das war mal lustig, doch. 1860, ey. Nee, aber es tut wenigstens nicht weh. Oh, mir schon. Also es ist nicht... Und seit Alberich nicht mal mehr Alberich heißen darf, ja? Also, come on. Ach ja, jetzt, nein, aber das ist halt so eine Klamotte, ansonsten, ja, ich habe keine Lust, ehrlich gesagt, dann immer irgendwelche gruseligen Dinge mir da anzugucken. Jan-Josef Liefers ist der Gerhard-Herr des Tatorts. Das stimmt allerdings, darauf können wir uns einigen. Nur kann Christian Gerhard 100-mal schöner singen, so viel muss man dem dann doch zugestehen. Und ist nicht so oft bei Groß gegen Klein. Naja. Okay, Doro. Nächste Woche wird spannend. Ja, nächste Woche Freitag. Mhm. Du fliegst jetzt morgen nach Venedig und wirst da ein bisschen in La Fenice die Studentinnen und Studenten anhören, glaube ich. Vielleicht mache ich auch was ganz anderes. Oder du machst was ganz anderes. Das wirst du uns berichten in 2 Wochen. In 2 Wochen? Ist denn in 2 Wochen jetzt schon? Waren wir da schon bei den Festspielen? In 2 Wochen? Nein. Sicher? Nein. Sicher? Weil ich vielleicht schon. Oh, wir haben was total vergessen. Was denn? Axel. Ja, nein. In 2 Wochen sind wir kurz vor den Festspielen. Am 23. Also am Samstag nach unserem nächsten Podcast. Da bin ich in der Elektra. Ja, okay. Ja, ja, aber wir haben was vergessen. Was denn? Zu berichten. Was denn? Was wir auch noch gemacht haben in Augsburg. Mit dem Bayerischen Rundfunk. Ah! Für den Bayerischen Rundfunk. Bei den Klugscheißern, ja, da waren wir zu Gast. Den Klassik-Klugscheißern. Das hört ihr bei den Klassik-Klugscheißern. Wie heißen die denn? Wie heißt der Podcast? Also es gibt einen Podcast vom Bayerischen Rundfunk, der heißt Klassik für Klugscheißer. Genau. Und da durften wir zu Gast sein. Und die haben nämlich auch nächsten Freitag wieder eine ihrer monatlichen Podcast-Folgen. Also die Zielgruppe ist, glaube ich, ein bisschen eine andere als, ich glaube, alle, die uns hören, ihr seid einfach zu... Zu nerdig. Ihr seid einfach zu nerdig. Ja. Ihr seid einfach zu krass, ja, genau. für Klassik, für Klugscheißer. Aber trotzdem kann man ja mal reinhören. Die Folge heißt, oder es geht um Oper und Tabubruch. Das und ist da jetzt schon Freitag, oder was? Und wir, ach so. Ja, 15. Ah, cool. Nächste Woche Freitag. Sozusagen parallel zu unserem nächsten Podcast, deswegen erwähne ich es ja. Crazy. Und sowas nennt man in Podcasterkreisen Cross-Promo, die wir gemacht haben. Das heißt, die beiden Hosts dieses Podcasts, Klassik für Klugscheißer, werden auch demnächst bei uns zu Gast sein. So viel können wir schon mal ankündigen. Mhm.
Und wir gucken mal, wie wir das finden und wie ihr das findet. Also Hörempfehlung, hört euch mal Klassik für Klugscheiße an. Ich weiß nicht, also haut mich aber nicht, wenn ihr das jetzt blöd findet. Ja, vielleicht findet ihr es auch ganz geil. Schreibt uns, redaktion@allesklarklassik. Ja. Wir wollen die Stunde nicht ganz voll kriegen, Doro. Deshalb sage ich jetzt, mach's gut, Frau Klug. Bis übernächste Woche. Ich muss jetzt sowieso Topmodel schauen. Ich muss Topmodel schauen. Jetzt ist 20:15 Uhr am Donnerstag. Ich dachte, du sagst jetzt Tschüss, Herr Scheißer. Also, bis dann. Haltet die Ohren steif, Freunde. Tschüss, Herr Scheißer. Ciao.